Hallo Leute, ein herrlicher neuer Tag. Die Sonne scheint, das Herzerl lacht. Und an so einem Tag kommt ganz zufällig auch ein neues Rockhard ins Haus geflattert. Wow, mit Blind Guardian. Pass auf, dass ich dort was. Mit Blind Guardian Titelgeschichte. Das Artwork hat Michael der Band geklaut aus ihrem Studio in Grefrath, ist das, glaube ich. Ne? Da war er nämlich und hat mit den vier Blind Guardians die ganze Geschichte aufgedröselt und wie gesagt, das aktuelle Artwork mitgebracht. Deswegen ist das hier auf dem Cover und für viele Leute wahrscheinlich aber als Blind Guardian Artwork noch gar nicht ersichtlich. Wenn man aber die Lauschangriff CD abknibbelt. Hoffentlich geht jetzt dabei nicht der Titel kaputt. Na, oh, der Titel bleibt heile, super. Ist der Kleber doch inzwischen der richtige. Die Lauschangriff CD enthält unter anderem Songs von Hammerfall, Thunderboys, Year of the Gold, Godspeed Paradox, Gold, Troubled Horse, Mammoth, Mammoth Majesty, Nidinger, Avatar und Samavayo. Samavayo kenne ich noch gar nicht, das hat der Zampf da drauf gemogelt. Naja, okay, wenn man die CD also abknibbelt, dann kommt das Artwork zum Vorschein mit Blind Guardian Logo deswegen, damit man auch erkennt, dass was mit der Band zu tun hat. So, wir gucken mal, was wir diesen Monat euch so anbieten können. Eine größere News über Maiden, Agnostic Front, King Diamond natürlich zum Festival. Ja, Leute, danke für die vielen tollen Resonanzen zu King Diamond. Wir haben uns hier auch den Arsch abgefreut, als das geklappt hat. Hat ja einen jahrelangen Vorlauf, wie ihr alle wisst. Will ich jetzt gar nicht alles in Details wiederholen, aber es ist, freut uns alle sehr, dass das geklappt hat und dass ihr das auch so positiv annehmt. Jetzt klebt die Rückseite. Man muss das hier so wegrubbeln, denn sonst kriegt man die CD nie wieder dahin, wo man sie hinhaben will. So, der Boris hat sich mit dem Sammy von den Broilers unterhalten. Einen sehr interessanten Schatzkasten gemacht. Blind Guardian, wie gesagt, von Michael. Da sind also 25 Jahre Fantasy Metal, Hobbit Rock darf ich nicht sagen. Also 25 Jahre Fantasy Metal drin. Mit sehr interessanten Einschüben von allen vier Bandmitgliedern und ja, Michael hat eigentlich damit sein Buch vorbereitet, was er irgendwann über Blind Guardian schreiben wird, da bin ich mir sicher. So, Machine Head von Zompf natürlich, von wem auch sonst, Soundgarden, John Lord von Michael hat er nochmal nachgeholt, er hat ja schon einen sehr guten Nachruf auf John Lord verfasst, einen sehr bewegenden Nachruf und hat jetzt also nochmal drei Seiten nachgelegt. Was ich sehr gut finde, dann Destruction, Devin Townsend vom Ronny, der die Kamera hält, Subway to Sally, Grand Supreme Blood Court, das ist die neue Band von, das neue Projekt von Martin van Drunen und es klingt natürlich sehr verwandt, sehr Pestilenz und Asphyx verwandt, aber Pestilenz, Quatsch, um Gottes Willen, Asphyx verwandt. Und wird die Metaller, die Death Metaller, also die Albrechts dieser Welt, natürlich zufriedenstellen. Warum habe ich denn gerade Pestilenz gesagt? Da, weil ich mich daran natürlich erinnert fühle durch Martin. Aber ich wollte natürlich Hell of Bullet sagen. So, um das eben diesen kleinen Versprecher eben wieder gerade zu stellen. Gal, ein intensives Interview. Wenn ihr Gal kennt, wisst ihr, dass es da nicht nur um Black Metal geht, sondern auch um viele andere Dinge. Tiamat, Camelot, Deftones, oh, Wildstar und Horsehead Union von Herrn Himmelstein, der die abfeiert wie geschnitten Brot. Jetzt kriege ich gerade ein Zeichen, ich soll zum Ende kommen. Little Caesar, Sister Sin, The Cams, Cauldron, Orden Ogan, Mustache, Voivode, Halloween. Apropos Voivode, habe gerade einen sehr interessanten Beitrag von Herrn Kaiser, Korrektur geguckt, im Büro von Ronny Bittner, wo die DVD hergestellt wird. Auf der nächsten DVD ist dieses Bild quasi bewegt zu sehen und das über 10 Minuten. Sehr interessant, aber dafür ist diesen Monat noch keine Zeit.
So, Queen Seziertisch. Es gibt einen Leser, der seit 2 Jahren überall, wo er mich sieht, nach dem Queen Seziertisch fragt, weil wir haben irgendwann im Heft mal ein paar Namen losgelassen. Es gibt nicht nur einen Leser, es gibt auch Leser, die immer wieder Mails schreiben und sagen, hier Seziertische mit sowieso und sowieso, seien mal angesagt. Aber ein Leser, der Leser weiß sicherlich genau, dass er jetzt gemeint ist, kommt wirklich jedes Mal sofort an und sagt, wo bleibt der Queen Seziertisch? Hier ist er. Jetzt ist er da. Ne? So, und dann gibt es natürlich den großen Krachteil von Frank und Konsorten. Und ja, ich würde sagen, da der Ronny ja schon zittert hinter der Kamera, belassen wir es dabei. Das, Moment, das Album des Monats, sage ich euch noch ganz schnell. Year of the Goat. Ein Hammerteil. So, und alles Weitere müsst ihr selbst entdecken. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.